die kleine Campinglaterne von Lidl. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, moin moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Natürlich beginnt gerade so ein bisschen die Camping-Saison, auch bei den Discountern. Deshalb gebe ich euch ein bisschen Langzeit-Reviews darüber, welche Produkte ich ganz gut finde, die ich zum Beispiel bei Lidl mir vor über einem Jahr mal gekauft habe und jetzt schon einige Zeit getestet habe. Und das wird ein eher kurzes Video, denn allzu viel gibt es natürlich zu so einer kleinen Lampe im Prinzip nicht zu sagen. Aber wir gehen erstmal das Wichtigste durch. Links zu der Lampe und natürlich auch Links zu Konkurrenzprodukten findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Das sind Affiliate-Links, einfach mal draufklicken. Um die Campinglaterne zu betreiben, werden 3 Doppel-A-Batterien benötigt, die du einfach hier oben reintust und dann kannst du den Deckel wieder komplett so hier draufschrauben. Dann haben wir diese zusammen, ja, geklappte Form sozusagen, wo wir oben einer drauf einen kleinen Henkel haben. Ich habe das hier dran gemacht, um noch ein bisschen besser das an verschiedenen Sachen dranhängen zu können. Und hier unten haben wir eine kleine eingelassene Lampe, falls du nicht den Laterneneffekt haben möchtest, sondern wenn du gezielt irgendwas machen möchtest beim Leuchten, ne? Und dann kann man das ganze Ding ganz einfach aufdrehen und zack hast du eine Laterne, zack hast du wieder eine Taschenlampe, zack hast du wieder eine Laterne und das Ganze für knapp 3 Euro. Wir haben hier oben einen Knopf, da haben wir 3 Modi, stark, weniger stark, ich blinke und das ist alles. Zusammengeklappt ist die Leuchtkraft schon ordentlich, wenn es richtig dunkel ist natürlich, dass du ja, über einen Platz von 20, 30 Meter schon mal noch was anleuchten kannst. Das geht ganz gut. Und wenn du die einfach so aufhängst, dann hast du halt an deinem Tisch, ne, hauptsächlich das Licht. Das ist jetzt nicht, dass dadurch ein ganzer Vorhof erleuchtet wird. Das sollte uns aber auch, glaube ich, klar sein für 3 Euro bei Doppel-A-Batterien. Ne. Das Ding habe ich über ein Jahr mittlerweile im Einsatz. Ich bin immer wieder froh, wenn ich das raushole, einfach im Zelt dranhänge und dann Licht habe entspannt. Dann kann ich sie wieder abnehmen, kann sie auf die Toilette nehmen, so als Taschenlampe benutzen. Und dann kann ich sie draußen auch hinstellen, weil man kann es auch so hinstellen, ist ein bisschen wackelig, ne? Aber funktioniert. Und dann kann ich den Tisch erleuchten, an dem wir dann sitzen und zusammen Wein trinken und schnacken oder Bier saufen, was auch immer, worauf wir gerade Lust haben. Alles in allem eine praktische Lampe. Kann ich euch empfehlen, zum Beispiel auch fürs Auto als Zweitlampe, für Festivalbesuche etc. Ich hoffe, das kleine und kurze Video hat dir gefallen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos über Outdoor-Ausrüstung natürlich und in der Videobeschreibung alle Links, die du brauchst und noch Informationen zu Social Media etc. Wenn mal nicht, dann frag mich doch einfach was in den Kommentaren, dann kann ich drauf antworten. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.